Guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt etwa 10 Uhr. Es ist Mittwoch und heute ist unser Abreisetag. Wir sind noch bis um 3 Uhr, oder nee, bis um 2, so, bis um 2 im Hotel. Hinten kommen noch meine Lieben. Und dann checken wir aus, fahren noch mal kurz durch Celebration und dann fahren wir zum Flughafen. Aber jetzt gehen wir erstmal was frühstücken und laufen rüber. Disney Springs. Celebration ist hier ganz in der Nähe. Weißt du, das ist die Ortschaft mit dem kleinen See in der Mitte. Ach, das wirst du sehen. Wenn du es siehst, weißt du es. Und wir sehen alle etwas müde aus, denn ich habe den Ian letzte Nacht, wann habe ich dich wach gemacht? Um 3? Vergessen. Mit einem riesen Schock. Ich habe meine... Oh, ich muss euch gleich weiter erzählen. Ja, wir hatten letzte Nacht schon gepackt und um 2.30 Uhr bin ich dann mit einem absoluten Panikanfall wach geworden. Wo sind unsere Pässe? Da fiel mir ein, dass ich unsere Pässe nicht gepackt habe und das mache ich normalerweise immer als erstes. Pässe in die Handtasche und dann fiel mir ein, oh, wir haben noch gar nicht eingecheckt. Was aber nicht schlimm ist, denn wir haben reservierte Sitze, von daher ist das egal. Und dann bin ich mit meinem Handy, mit der Taschenlampe vom Handy da rum, habe Pässe gesucht, wo ich dachte, dass ich sie hingelegt hätte. Wo ich sowas normalerweise immer hinlege. Und ich wusste, ich hatte die Pässe nochmal gesehen und konnte sie nicht finden. Und Ian schlief, Ava schlief und ich war panisch, also wirklich panisch. Ich dachte, shit, jetzt fliegen wir morgen weg und ich finde die Pässe nicht. Haben wir die verloren? Sind die gestohlen worden? Keine Ahnung. Also ich wusste es nicht, dann habe ich den Ian wach gemacht, dann haben wir alle Koffer durchgesucht. Und dann hatten wir die noch im Koffer, ganz unten drin. Haben wir alle drei Koffer rausgerissen, bis wir dann die Pässe gefunden hatten. Und dann waren wir natürlich eine Stunde wach, konnten dann nicht einschlafen. Sind wir ein bisschen groggy, aber wir haben Pässe. Oh Mann, aber da geht einem gleich das Schlimmste durch den Kopf. Und ich dachte mir, Mensch, und dann, wenn wir sie wirklich nicht finden, müssen wir versuchen, mitten in der Nacht beim Konsulat oder so anzurufen, um Ersatzpässe zu kriegen. Ian und ich hätten wenigstens unsere Führerscheine dabei, aber Ava hat ja gar nichts, um sich auszuweisen. Puh. Naja, ist ja alles gut gegangen. Ui, und hier trifft einen jetzt draußen die Hitze wie so ein Schlag. Aber ja, wir sind glücklich, dass wir alles haben, was wir brauchen und gehen jetzt frühstücken. Wir sind jetzt auf dem Fußgängerüberweg und von hier hat man einen ganz tollen Blick nach Disney Springs rüber. Und die Ava will mich ärgern, weil sie weiß, dass ich Höhenangst habe. Ja, aber der Blick darüber ist echt traumhaft. Wäre schöner, wenn das hier nicht alles zu wäre, aber das ist wahrscheinlich das amerikanische Sicherheitsbedürfnis. Meinst du, in dem Boot gibt es was zu essen, Ian? Wollen wir gucken? Ist zu, ne? Ja. Ja? Ich lasse die Kamera einfach mal ein bisschen für mich mitlaufen, weil es hier so schön ist. Ian, da ist eine Bakery. Da gibt's Cooks of Dublin, aber Dublin können wir selber in Dublin erleben, ne? Da müssen wir nicht in die USA mit unserem Dubliner, den wir dabei haben. Ava guckt, ob sie hier was findet. Hier kann man mit Autos durch den See paddeln. Und Ian meint, dass es da vielleicht noch was gibt. Ja, lass uns mal gucken. Joffrey's Coffee and Tea Company. Okay. Es ist schon um 10:15 verrückt heiß draußen. Ich habe Ava mein Haarband gegeben, damit sie die Haare zusammenbinden konnte. Jetzt spitze ich wieder total.
Zahn unter den Haaren. Das ist verrückt. Das Einzige, wo man vernünftig Frühstück kriegen kann mit Hinsetzen, ist im Starbucks. Deswegen sind wir da jetzt gelandet. Wir sind jetzt im Candy Cordon und schaut euch mal die ganzen Zuckeräpfel hier an. Die sind so cool. Dann gibt es hier noch Mickey Maus. Mickey Maus als Zauberer mit weißer Schokolade, alles Mögliche. Und da hinten kann man den Damen zugucken, wie die machen. Na, hast du noch was Interessantes gesehen? Nee. Und da gibt es auch noch ganz viele tolle Süßigkeiten. Oh, da hinten gibt es einen Olaf. Wow, wie toll. Meine beiden gucken sich hier noch verschiedene Minimaus-Hütchen an. Die sind ja cool. Hier gibt es also so viele schöne Sachen. Die Menge an unterschiedlichen Disney Stores und Disney Springs ist einfach unglaublich. Mir ist total warm. Ich habe heute beschlossen, gar nichts zu machen. Keine Wimperntusche, kein Nichts. Wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal in den Pool. Und im Flugzeug ist auch Wimperntusche immer keine gute Idee. Ich bin jetzt zu den Rest des Vormittages doch erstmal nur im Hotelzimmer abgehangen. Wir haben gepackt und ich habe jetzt Jeans an, Ian hat Jeans an, denn im Flugzeug kann es ja relativ kühl werden. Ava zieht sich gerade um und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, denn um 2 müssen wir hier raus und es ist 2. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken. Hier sind wir jetzt mit unseren 3 schwarzen Koffern, einer Ava und Ian holt das Auto. Wir sind ausgecheckt, es ging ratzfatz. Ja. Ja. Und du siehst müde aus, mein Kind. Bin ich aber nicht. Es ist ja mitten im Tag. Stimmt. Aber es ist Nacht. Und gerade in Deutschland. Nacht. Stimmt. Putscha. Bevor wir aber zum Flughafen fahren, fahren wir erst nochmal nach Celebration und werden dort, weiß nicht, ob wir rumlaufen oder nur mal kurz durchfahren. Auf jeden Fall wollen wir dort gerne noch was zum Mittag essen. Schaut mal. Ich habe mir vorhin diese Ohrringe gekauft. Ich weiß nicht, ob das fokussiert ist. Das kann ich jetzt leider nicht sehen. In Disney Springs sind die nicht süß. Die hatte ich schon im Park gesehen und dann doch wieder weggelegt, weil wir dann draußen zu einer Street Parade geflitzt waren. Meine Haare sehen unmöglich aus, aber wisst ihr was? Das macht jetzt nichts. Und draußen ist knallerheiß immer noch. Selbstverständlich. Wir freuen uns auf gemäßigteres Wetter in Deutschland. Wir müssen zurück zu Deutschland gehen. Bessere Toiletten. Eva wäre gestern fast in die Toilette geplumpst. Ja. Und du warst nicht so glücklich. Mhm. Freust dich auf unsere eigene Toilette zu Hause. Ja. Und ich wollte alle Möbel küssen, aber dann hat Papa gesagt, ich darf alle Hallo sagen und küssen wäre nicht so eine gute Idee. Ja, das glaube ich, da hat er recht. Alle nur Hallo. Gut. Stellen küssen. So sehr ich mich auf zu Hause auch freue, so sehr werde ich hier doch die Landschaft vermissen. Ich finde, das sieht hier alles so schön aus und da drüben steht Welcome to World, to Walt Disney. Besonders die Palmen. Jetzt hier vorne gleich Celebration rein und diese ganzen weißen Zäune, die sind ganz typisch für Celebration. Diese ganzen wunderschönen Häuser. Ich finde immer, dass Celebration so aussieht, wie man sich so, keine Ahnung, das harmonische kleine Amerika vorstellen würde mit diesen wunderschönen Häusern. Alles total sauber.
und gepflegt und irgendwie total schön angelegt. Wie irgendwas aus dem Fernsehen, oder? Keine Ahnung. Wir haben beschlossen, in einem süßen Diner zu essen. Direkt am See. Guck mal, ob ich euch das jetzt gleich zeigen kann oder erst, wenn wir rausgehen. Wir haben ein super cooles Subway-Teil da an den Wänden. Sieht so schön aus. Wir sitzen hier in so einer halben Booth drin. Und so sieht der Rest aus. Ava füttert jetzt erstmal ihren Marshmallow. Sie trinkt, entschuldige bitte. Ich habe Limonade. Weil wenn ich sie im Auto, wenn ich sie im Auto ist das Wasser ein bisschen daneben gegangen zu hier. Ah, okay, da hast du ein bisschen verschüttet. Ja. Okay. Und deswegen gebe ich sie jetzt. Hat sich hier einen Stroh. Sehr cool. Und sie hat hier vier Sachen. Jen hat einen Salmon-Burger. Ava hat das, was sie immer isst. Und ich habe ein Tuna-Melt mit Süßkartoffel-Pommes. Da hinten in dem Hotel würden wir so gerne mal bleiben. Aber irgendwie war das dieses Mal wieder nicht möglich. Wir nicht zu dritt in einem Zimmer schlafen können. Das lassen die nicht zu. Da hätten wir zwei Zimmer buchen müssen. Und dann wäre das sowas von teuer gewesen. Was wir gesagt haben, das ist es nicht wert. Aber es ist so schön gelegen. Und sieht auch so schön aus. Und da drin ist der Diner. Wir sind mittlerweile den Mietwagen los, durch Security, haben eingecheckt und sitzen am Gate. Ava ist total fix in alle irgendwie. Und wir haben noch ungeheure, glaube ich, 2,5 Stunden, die wir warten müssen. Das ist aber immer so schwer abzusehen, wie lange sowas dauert. Und ja, jetzt sind wir hier. Ja, ich weiß. Das in Deutschland wird dann kurz durch die Passkontrolle. Ach so. Zuschauer. Die Zuschauer, meinst du, die hätten gesagt, es wäre kurz? Ja. Habt ihr das gesagt? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, Ian holt gerade noch ein paar Kleinigkeiten zum Knabbern. Und Baba. Wir warten jetzt und wir sehen uns wahrscheinlich dann erst wieder, wenn wir im Flugzeug sind. Und ich hoffe, noch ein paar Karotten. Marshmallows! Bestimmt. Oder paar Marshmallows. Paar Marshmallows. Warte, keine Marshmallows. Nein, also warum? Ein Marshmallow ist ein Marshmallow-Hase. Oh, das wäre sonst. Wäre ein Kannibale, oder? Ja, da ist ihm sich selbst. Das wollen wir nicht. Ja. Ich habe hier schon ganz schick mein Kissen um. Marshmallow auch ein Sitz. So. Jawohl, Avas. Hase hat einen Sitz. Sie ist ein Marshmallow. Ja, ihr seht nichts. Jetzt könnt ihr den Hasen besser sehen, aber uns nicht mehr. Also wir haben es ins Flugzeug geschafft mit fast einer Stunde Verspätung. Es gab wohl irgendeinen medizinischen Notfall. Erst hieß es, das Flugzeug hatte eine sehr harte Landung und musste extra gecheckt werden. Dann gab es noch medizinischen Notfall. Läuft bei uns. Hoffentlich ist dann die Rückreise ereignisreicher und Ian sitzt von uns gegenüber am Gang. Ja, so ist es bei uns heute. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass alles andere schön glatt läuft und dass wir dann auch gut schlafen können. Wir haben es geschafft, wir sehen fixen alle aus, aber wir sind jetzt wieder in Frankfurt gelandet. Wir warten noch aufs Gepäck. Da tut sich jetzt die letzten 10 Minuten leider noch nichts, aber immerhin sind wir wieder zu Hause. Meine Schwester wartet draußen auf uns. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle auch verabschieden, denn wir sind echt fix und alle zu Hause. Werden wir dann nur noch was machen? Wir müssen dann nämlich noch Lebensmittel einkaufen. Unser Kühlschrank ist natürlich nach 3 Wochen Urlaub, fast 3 Wochen Urlaub, total leer. Wir gehen heute nicht shoppen, wir gehen nur Lebensmittel einkaufen. Und shoppen. Und was willst du denn shoppen, Schnecke? Spielwaren. Morgen. Ava war so brav, da habe ich ihr versprochen, sie darf sich 2 Blindbags aussuchen. Und wir haben immer noch nichts für Scotty gefunden und dann werden wir ihm hier noch was besorgen.
Denn für Aaron hatten wir ein bisschen was an Klamotten mitgenommen bei diesem Justice, also für Scotty gab's dann. Und wir wollten nicht irgendeinen Unsinn kaufen. Ich frage jetzt mal Annika, auf was er jetzt schon ewig gestanden hat, was er nie gekriegt hat. Und dann besorgen wir ihm nämlich das. Dann hat er wenigstens was davon, bevor wir irgendeinen Müll besorgen, nur weil er unbedingt aus den USA ist. So. Aber wir sagen jetzt Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns auf unserer Heimreise und unserem letzten Urlaubstag. Und wir sehen euch dann im nächsten Vlog. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ja, schon. Fixen alle sind wir. Wir haben nicht so gut geschlafen. Könnt ihr wahrscheinlich in unseren Gesichtern noch ablesen. Die Ava will shoppen. Die ist voll die Shopping Queen geworden. Shoppen. Du Shopping Queen. Shoppen.